Guten Morgen, die liebe Maria vom Tierschutzverein Hundefreunde Ich will leben e.V., sehr, sehr guter Tierschutzverein, hat mich auf einen Notfall aufmerksam gemacht, traurige Augen. Der Name ist Sikor, ist aktuell in Polen im Tierheim Luban. Er ist leider ein Langzeitinsasse, allein schon das Wort Langzeitinsasse, er hätte schon Knast, dann tut mir wirklich leid. Und sitzt doch seit 2020, also seit 4 Jahren. Sikor, unser aktuell traurigstes Notfällchen. Dringend Gnadenplatz, alternativ Dauerpflegestelle gesucht. Schauen wir uns mal die Bilder an. Kleine Wurm. Ja, sehr klein. Süßes Männchen. So. Ach so, genau. Sikor wird im Januar 2025 11 Jahre alt und ist seit August 2020 im Tierheim. Also hat er schon fast die Hälfte seines Lebens im Tierheim verbracht. Er ist ein Hund, der Angst vor Menschen hat und schlecht an der Leine läuft, ja. Ist am Anfang immer so, bekommt er meistens aber in den Griff. Ich habe bisher 13 Hunde aus dem Tierheim, alle erwachsen. Alle aus dem Ausland, Bulgarien, Rumänien, Griechenland, Spanien, Portugal, keine Ahnung. Noch nie Probleme gehabt. Aber er ist sehr sanft, super, lässt sich von einigen Mitarbeiterinnen auch auf den Arm nehmen. Das wird sich aber auch wahrscheinlich ändern. Die brauche ich nur Liebe. Sikor bekommt langsam Probleme mit seinen Hinterläufen und es ist offensichtlich, dass er alt wird. Ja, sieht man leider in dem Video. Ich mache das Video mal gerade an, kurzes Video. Kleine Maus hat Hinterlaufprobleme, Hüfte. Ach Gott. Ja. Wir nennen das HD, glaube ich. Ja, ich meine HD. Aber für kurze Spaziergänge mit einem alten Herrn, mit einer älteren Dame oder mit einem älteren Pärchen wahrscheinlich der perfekte Hund. Da sieht man die Hinterläufe. Aber so ein Hund, so ein Tier im Tierheim ist natürlich die Hölle für ihn. Der braucht Liebe, warmes Plätzchen, ein Sofa, ein Bett. So, uns blutet das Herz, kann ich gut verstehen. Wenn wir sehen, wie sehr das langjährige Zwingerleben dem armen Sikor zugesetzt hat. Unser größter Wunsch wäre, ihn vielleicht noch vor dem nächsten kalten Winter, ja, Polen kann kalt werden. Da war ich auch schon im Tierschutz unterwegs im Winter, in einem warmen Zuhause glücklich zu sehen. Das sind ältere Fotos hier. Ja, im Osten ist es sehr kalt, kann sehr kalt werden. Nochmal ein kleines Video. Ja, der war etwas fitter. Ein süßer Hund, schöner Hund. Ja, Tierheimhunde sind meistens oder in der Regel am Anfang sehr scheu. Kenne ich alles, aber sobald die einmal zu Hause sind und die merken, man wird geliebt, man hat es gut, man hat immer genug zu fressen, ein warmes Plätzchen. Perfekt. Perfekt. Er lässt sich von oben streicheln, hat noch Angst, weiß nicht, was los ist. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber er geht an der Leine, zieht nicht besonders. Er ist ängstlich, das sieht man. So, ein anderes kleines Video. Ich würde ein bisschen verstecken, ja. Der muss auf jeden Fall raus, da das nützt alles nichts. Der kleine Mann. Ja, er geht immer entlang der Seite, hat wahrscheinlich Angst. Und jetzt macht er sein Geschäft. Toller Hund. So, er ist eine Rasse, Mischling, ja, klein, mittel, die Größe, geboren ca. 2014, ja, ungefähr 10, 11 Jahre alt, Kastration, ja. Die Beschreibung, Sikor kam 18.08.2020 als Fundhund in unser Tierheim nach Polen. Obwohl er nicht ungepflegt war bei der Aufnahme, schien er noch nicht viel kennengelernt zu haben.
Denn in den ersten Wochen war er extrem ängstlich und wollte sein Zwinger nicht verlassen. Bei unseren Pflegerinnen ist er inzwischen etwas aufgetaut. Vor fremden Personen flüchtet er sich weiterhin in seine Hütte. Ja, das Verhalten kenne ich. Wir üben mit ihm an der Leine zu laufen, was aber noch nicht fun wirklich funktioniert, weil ihm seine Ängste noch immer im Wege stehen. Ja, sieht man, er versucht immer wegzukommen, immer sich zu verstecken. Zico ist so ein anrührendes Hündchen mit einem ganz sanften Wesen. Ja, sieht man. Er mag die Gesellschaft von Hündinnen, Rüden eher weniger. Ja, das kenne ich auch. Wobei er sich ihnen gegenüber aber eher neutral zeigt. Das ist ein gutes Zeichen. Er wartet nun schon so unendlich viele Jahre vergeblich auf seine eigene Chance. Er hat ein Rettungspatting. Danke, Monika. Ja, wie gesagt, die Bilder. Man muss natürlich bedenken, ein älterer Hund, boah, die traurigen Augen, ne? Grauschnauze, Hinterläuferprobleme. Es werden Menschen gesucht, die genau solche Hunde mögen und suchen, denen wirklich noch eine Endstelle wie die letzten Jahre geben. Ein Bett, ein Sofa, ein Körbchen, warm, mit viel Liebe. Also wer Interesse hat, so einen Hund, genau so einen Hund sucht, ich mache die Kontaktdaten unten in der Beschreibung rein. Ja, schöner Hund, ich hoffe, du findest jemand. Viel Glück, mein Schatz. Ciao.